Eine große Mehrheit der Ungarn überschätzt Russlands militärisches Potenzial und seine Wirtschaftskraft. Eine Umfrage des Instituts Political Capital zufolge denken 67% der Ungarn, dass Russlands Militärausgaben höher liegen als die von China. Auch die wirtschaftliche Bedeutung Russlands wird überschätzt. Viktor Orbáns regelmäßige Besuche bei Wladimir Putin und Diskussionen über die Wichtigkeit von bilateralen Wirtschaftsvereinbarungen tragen zu dieser falschen Wahrnehmung bei, dass Russland unter unseren wichtigsten Handelspartnern ist. Das ist aber nicht der Fall. James Scher ist Analyst bei Chatham House. Er ist der Auffassung, dass Russland den NATO-Ländern militärisch überlegen ist. Es klafft eine Lücke zwischen dem technologischen Niveau Russlands, seinen Technologiesektoren und dem Westen, besonders wenn es darum geht, was militärisch wichtig ist. Und diese Lücke wird größer. Anna-Maria Kiss, Forscherin an der Central European University, sagte Euronews, dass die Unterschiede zwischen den reichsten und ärmsten Menschen in Russland wesentlich größer seien als in westlichen Ländern. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts PEW denken Europäer, dass Russland eine wesentlich wichtigere Rolle spielt als noch vor 10 Jahren.